Mit Sternchen, guck mal, das sind gar nicht so viele Level, die wir nicht so geschafft haben. Da bin ich schon echt stolz drauf. Kann man nicht anders sagen. Zwei Villen, zwei Charlottes, zwei Hütten, 135 Öko. Wir beginnen hier. Das ist nicht so geil. Okay, dann machen wir hier eine Fabrik. Hier stellen wir noch ein paar Leutchen ein. So, mal hier die Tiere verjagen. So, hier kommt dann noch so ein Treibhaus hin. So, Affe verjagen. So, dann haben wir nämlich hier alles weg. Dann können die auch mit den Ausgrabungen gleich beginnen. So, dann haben wir die Ausgrabungen auch. Dann würde ich sagen, bauen wir erste Villa, damit wir endlich Einnahmen... Boah, wir haben nur noch... Ach du Scheiße. Wir brauchen Arbeiter. So, komm. Die nächste Villa. Und ihr baut bitte ein Treibhaus. Ausgrabung, Ausgrabung, sonst sehe ich, glaube ich, keine mehr. So, zwei Charlottes. Hier kann einer so ein Bäumchen hinpflanzen. Und noch zwei Hütten. So. Dann machen wir mal überall jetzt hier Gärten hin. So, du nimmst hier auch nochmal. Und hier, du kriegst auch noch einen Garten. Oh! Puh. Drei Tage hätten wir noch Zeit gehabt. Und wieder mit Sternchen. Ah. 200 Zufriedenheit und 160 Öko. Und hier haben wir wieder so ein Artefakt. Wir starten hier. Gut, dann boxen wir uns mal hier durch, damit wir nämlich hier an die Sachen drankommen. Der erste kann nämlich hier dann schon mal so einmal reparieren. Sehr schön, die erste Einnahmequelle haben wir jetzt. Hier ist auch noch eine Ausgrabungsstätte. 22 Tage haben wir nur. Da pass auf, dann können die... Nee, du machst das hier. Hier kann einer ausgraben. Das ist, glaube ich, kürzer. Und dann bauen wir hier eine Villa. Und dann machen wir hier ein Treibhaus hin, weil wir brauchen ja Öko. Und dann können wir hier schon mal ein Bäumchen pflanzen. Ein Parkplatz könnten wir.
ausbauen. Das werden wir auch machen. Aber wir brauchen jetzt hier erstmal Zufriedenheit. Und das heißt, wir müssen noch irgendwo einen Pool bauen. Das heißt aber auch gleichzeitig, wir müssen erstmal Materialien haben. Jetzt kommt hier noch so ein Öko-Dingen hin. Boah, nur noch 10 Tage. Denn wir müssen ja eins abreißen. So, hier kommt bitte noch so ein Dingen hin. So. So, Öko haben wir zwar, aber so, du hier auch noch ein einziges Mal. So, hier, du kriegst auch einen Garten. So, dich reißen wir ab. Sonst können wir ökotechnisch gesehen nichts mehr machen. Gebäude, ein Pool. Ne, komm, die sind dann noch hier dran, denn das bringt so sonst nichts. So, jetzt noch 140 Zufriedenheit mehr. Weg damit. Hier schicken wir schon mal einen Entertainer hin. Nochmal 60 mehr. Das sind nur 20. Komm, mach schnell ein Volleyballfeld hier hin. Okay. Mhm. Ja. So, hier ist unser Start. Haben wir schon mal hier so einen Obstgarten bauen. Einer kann hier schon mal holen. Einer kann hier reparieren. So, erste Einnahmequelle. Nicht viel. Und einer kann hier reparieren. Und dann bauen wir hier eine Villa. So, jetzt haben wir zwei Villen. Das heißt, wir kriegen schon mal 4, 6 rein. Noch mehr. 5, 7. Nee, wir bauen jetzt erstmal ein Treibhaus. Wir müssen nämlich auch auf Öko gehen. So, dann haben wir das jetzt auch. 5, 7 ist unsere Einnahme.
Quelle. 1400. Das werfen wir jetzt einmal ab, dann holen wir nochmal. So. Ihr könnt nochmal eine Villa bauen. So, ihr kriegt einen Garten. Und das können wir jetzt hier leider noch nicht. Ich denke mal, dass das alles irgendwie hier so miteinander zusammenhängt. Also leicht wird's nicht. Dann müssen wir genügend Materialien und das alles zusammensammeln. So. So. Einer kann jetzt hier schon mal bauen. Dann kriegst du hier schon mal einen Garten. So, wir müssen wirklich genügend von allem haben. 4400, das reicht mir noch nicht. Obwohl, das muss eigentlich reichen. So, 6400, okay. Das muss jetzt reichen. Du hast einen Garten, du hast einen Garten und du hast einen Garten. So, dann bauen wir nämlich hier noch eine Villa. So, du kriegst einen Garten. Oh wei. Kommt. Das schaffen wir schon wieder nicht. Das schaffen wir schon wieder nicht. Wir haben das geschafft. Boah. Das war aber gerade höchste Eisenbahn. Das war gerade höchste Eisenbahn. Also mehr muss ich, glaube ich, nicht dazu sagen. Wow. Boah. Das ist krass. Ein Pool, ein Volleyballfeld, eine Blume, alle Häuser mit Gärten. Wir beginnen hier. Verscheuchen, wegmachen, verscheuchen, ausbuddeln, wegmachen. So, wegmachen, wegmachen. Wegmachen, was kann ich noch gar nicht sehen, weil es noch nicht zugänglich ist. Das wird aber nicht wenig sein. 20.000. Na, wenn sonst nichts ist. Aber wir kriegen ja immerhin schon mal 5.000. 6.000. 7.000. 8.000. Ist ja schon mal nicht so verkehrt, ne? Ah ne, stopp, 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 stopp. Wir haben doch. Dann machen wir nämlich hier noch eine Fabrik hin. Ich weiß, das mögen die hier überhaupt nicht, aber... Je mehr Einnahmen wir haben, umso besser ist das.
So, du darfst und du darfst jetzt gleich auch. Damit wir so schnell wie möglich an unser Geld kommen. 20.000, ey. Ein Pool, ja, das haben wir ja da drüben, aber dafür brauchen wir 20.000, ey. Alle Häuser mit Gärten, ja. So, die sind hier alle schwer beschäftigt. Aber so muss das hier auch sein. So, alle Häuser mit Gärten haben wir gemacht. So. Und das geht hier jetzt auch schön voran. Wir haben nur noch 12 Tage Zeit, also so viel ist das jetzt nicht mehr. Aber ich denke mal, wir haben schon 13.000. Können das eigentlich auch schon fast noch abreißen und auch hierfür verwenden. Hier ist auch noch eine Ausgrabungsstätte. Das dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen. So, noch einmal. So. Habe ich sonst noch irgendwas zum Ausgraben? So, und jetzt noch so eine kleine düsselige Blume. Hätte ich auch sogar lassen können.